Anfang Oktober hat Innenminister Holger Stahlknecht durch eine anonym versandte E-Mail von antisemitischen Äußerungen bei der Landesbereitschaftspolizei erfahren. Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Extremismus und Rassismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz und damit auch nicht in der Landespolizei Sachsen-Anhalt, so Stahlknecht zu den Vorfällen. Deshalb hat der Innenminister die folgenden Maßnahmen veranlasst. Erstens, Einsetzung einer unabhängigen Sonderkommission. Die Sonderkommission ist bei dem Ministerium für Justiz und Gleichstellung angebunden. Der Rechtsanwalt Jesse Montag unterstützt die Arbeit. Wichtig sei es, die Ermittlungen außerhalb der Polizei zu führen. Zweitens, Studie zu Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Sachsen-Anhalt schließt sich der niedersächsischen Studie zu extremistischen Denkweisen in der Polizei an. Drittens, Einsetzung eines Extremismusbeauftragten. Der Minister hat diesen erstmals in Sachsen-Anhalt eingesetzt. Der Ministerialrat im Innenministerium Stefan Damke übernimmt zudem die vakante Leitung der zentralen Beschwerdestelle. Viertens, nachhaltige Stärkung der interkulturellen Kompetenz. Die Landespolizeifahrerin Thea Ilse wird zielgruppenorientierte Fortbildungsmaßnahmen konzipieren und durchführen. Holger Stahlknecht will den Vorfall mit absoluter Härte und Transparenz aufklären. Sein persönlicher Wertekanon stehe für uneingeschränkte Religionsfreiheit und für ein friedliches Miteinander und die Freiheit der Kulturen, so der Minister. Deshalb sei Stahlknecht zutiefst betroffen, erschrocken, auch wütend und erschüttert. Sebastian Striegel, innenpolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion, begrüßte die angekündigten Maßnahmen von Innenminister Holger Stahlknecht und sagte, es ist gut, dass die aktuellen Vorwürfe aus der Polizei heraus bekannt wurden. Die Mauer des Schweigens wird langsam durchbrochen. Um sie aber komplett zu Fall zu bringen, brauchen wir dringend einen unabhängigen Polizeibeauftragten. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Rüdiger Erben sicherte zu, dass die Fraktion alle Bemühungen zur vollständigen Aufklärung nachhaltig unterstützen wolle.